Die Menschenwürde oder Würde des Menschen, das ist sein innenwohnender Wert, ist zwar explizit kein biblischer Begriff, aber erstens, biblisch gesehen vom Sachverhalt beruht die Menschenwürde auf der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Das heißt, der Mensch wurde gottebenbildlich erschaffen und das ist seine Würde, das unterscheidet ihn von allen anderen Geschöpfen. Zweitens, der Kern der Gottebenbildlichkeit ist nicht nur die Repräsentanz Gottes auf der Erde als Verwalter und auch nicht nur der Kultivierungsauftrag oder die Vernunftbegabung, sondern es ist seine Bestimmung, Gemeinschaft zu haben mit Gott, in Beziehung zu treten mit Gott. Das heißt, Gott würdigt den Mensch, Gemeinschaft zu haben mit ihm, Anteil zu haben an seiner Herrlichkeit. Und das ist viel weitergehend als das heutige Verständnis von Menschenwürde. Drittens, diese Gottebenbildlichkeit ist zwar durch den Sündenfall grundsätzlich nicht aufgehoben, aber gewissermaßen schwer beschädigt. Und nur einzig und allein durch den Glauben an Christus bekommt der Mensch eine neue Gottebenbildlichkeit. Denn Christus selbst, der Gott ist und vollkommener Mensch wurde, ist als Mensch, als sündloser Mensch, das vollkommene Bild Gottes. Und nur indem Menschen an Christus glauben und ihm nachfolgen, bekommen sie in der Christusnachfolge eine neue Gottebenbildlichkeit. Das heißt also, durch die Christusähnlichkeit in der Nachfolge bekommen die wiedergeborenen Christen eine neue Gottebenbildlichkeit.